Willkommen zurück zu einem weiteren Horror-Einteiler. Wir spielen House on the Hill. Ein paar von euch haben das vorgeschlagen. Das ist ein Spiel von, ich meine, einem russischen Entwickler, der hier vor Irony of a Nightmare, das er ziemlich trash gemacht hat, und unter anderem Palmyra Orphanage, und das habe ich nicht gespielt, das kam, ich meine, 2019 raus, und soll tatsächlich ein ziemlich solides Horror-Game gewesen sein, so zwischen 1 und 2 Stunden. Das ist das neue Game von denen, ich meine, das kam vor einem Monat oder so raus, 1, 2 Monaten. Und von den Reviews her ist das überraschend gut. Ich meine, hat aktuell 92% positiv oder sowas, was sehr, 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 sehr gut für Horror ist. Und ich meine, kostet 5,50 Euro oder sowas, geht circa 1,5 Stunden. Das heißt, wir bereiten uns vor auf einen wunderschönen Einteiler. Ich nehme einen Schluck Wasser zu mir. Und ich hoffe, dass ihr alle etwas schön zu trinken und zu essen da habt für diesen schönen Horror-Einteiler heute. Your safe fights will be lost. Das ist sehr gut, denn ich habe keine. Okay, das ging schnell. Ich weiß quasi nichts über das Game, außer dass es okay sein soll. Okay. Hey, do you hear me? Good. Hi. Good. This is Frankie. Are you ready for our new job? I know, I know. You are not a fan of rush work. But our payment will be quite good. And your family needs money, so... Well, we can make an exception. Okay. Okay, your job is simple. Owner has left the city, so you can get into the house. Find a trinket and get out. That's it. My job is to guide you through this, so you can avoid every possible problem. Do you understand? Excellent. Okay, sind wir ein Dieb? Let's get you ready. There was a camera near your headphone. Attach it to your shirt. What? Das ist das erste Spielzeug, was ich für meinen Sohn gekauft habe. Schön. Aber. Yes, that's it. Now I see the room. Not bad. Okay. You also need a flashlight. It's in a garage behind the next door. Ich bin nicht ganz sicher, was für einen Job wir haben. Also entweder sind wir ein Schlosser oder sowas. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die Leute, denen das Haus hier gehört, anscheinend gerade im Urlaub. Wie er meinte. Aber ich glaube, wir wollen was klauen oder so, oder? Was hat das mit dem Geschenk zu tun? Ich weiß nicht. Soll ich das mitnehmen? Anscheinend nicht. Okay. Okay, I turned off the light. Why? Find a flashlight and just wander around here. Get used to working in the dark. Vielleicht sind wir Elektriker? Keine Ahnung. Well, the flashlight is new, so you don't have to constantly look for batteries. Ah. Like, good. Now, inside the house you'll find an alarm system. It's an old one, but I want to be sure you'll be ready. Find the wire cutters and the screwdriver and I'll show you what to do next. Screwdriver is in one of the upper cabinets. Okay. Also das ist unser Bild, okay? Wir sehen glücklich aus. Ich hoffe, in der Zukunft werden wir noch mehr Bilder machen. Aber, what? Ich bin mir nicht genau sicher, was wir hier tun. Also wir reden bei allen Bildern davon, dass wir das sind. Look at the cabinet over the table. Already found a wire cutter. Well done. Screwdriver over on a table in one of the cabinets. Okay. In welchen Cabinets denn? Ich sehe hier nirgendwo was, was ich öffnen könnte. Ach, hier oben meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, nehmen wir das schon mal mit. Okay, I set up a training fuse box to the right of the gate. It's almost a perfect copy of a real alarm system. And now you're gonna turn it off. Okay. Ich bin mir echt nicht sicher, was wir hier machen, aber ich schätze, das wäre schon im There it is. Wow. My masterpiece. Okay, sehr gut. The bolts and open it. I need to see what's inside on the camera. Bis jetzt wirkt es alles relativ hochwertig. Wait a second. I have a problem with the picture. Aha! Here it is! Grab the cutters and carefully cut the blue wire. Don't touch the white one. Do you get it? I'll repeat. Cut the blue wire. Nur das blaue? Okay, mach ich. Blue one. I told you the blue one! I see. You have a sparkling sense of humor. Sorry. Great! So you can follow basic instructions. Congratulations. Okay. Okay, now we are ready. It's time to move. Get into your car and I'll tell you where to go. If you want to listen to me, of course. Okay, anscheinend war das jetzt einfach bei uns zu Hause und wir haben es hier einfach getestet. Aber warum hat der Typ hier, wer auch immer das ist, Zugang zu unserem Haus und kann hier irgendwelche Sachen reinbauen? Findest du das nicht ein bisschen beunruhigend, Kollege? Vielleicht, sollst du nicht fremde Leute in dein Haus reinlassen, damit die da irgendwelche Pappboxen hinbauen. Aber okay.
Also ich glaube, wir sind entweder Elektriker oder wir sind. Ich meine, wir sollten eine Alarmanlage ausschalten. Also ich gehe mal davon aus, wir sollen für die irgendwas klauen. Vielleicht sollen wir aus dem House on the Hill etwas klauen. Das wäre eine Überraschung. Oh Gott, okay. Alright. Nice place, don't you think? If I were rich, I'd live here too. Ich muss aber sagen, der Garten ist ein bisschen leer. Ihr habt sehr viel Grundstück gekauft dafür, dass ihr eigentlich nur nichts hier hinmachen wollt. Pay no attention to them. We only have one evening to find our goal. A piece of jewelry called the Heart of Fog. Only one attempt. We can't go back if something goes wrong. Okay, wir wollen ein Stück, ein Schmuckstück klauen. Das Herz des Nebels. Okay, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier etwas klauen wollen. Und wir nicht irgendwie deren Hausmeister sind. So, hey, ich habe mein Schmuckstück vergessen, kannst du bitte nochmal zurückgehen und mir das bringen? Ja, natürlich. Das werde ich tun. Okay, ist da ein Eingang? Vielleicht, ich gehe erstmal hier lang. Ich meine, hier ist Licht. Licht bedeutet wahrscheinlich, ich gehe hier hin. Schauen wir mal nach. Also von dem, was ich aus den ein paar Reviews auf Steam gelesen habe, scheint das hier ein relatives, in Anführungszeichen, Basic-Horror-Game zu sein, aber... Right next to you, you'll find a fuse box. This is the alarm system. Mhm. Aber halt eine sehr gute Version von einem Basic-Horror-Game. Und dann kann man auch wieder gucken. Vielleicht ist hier mal was ganz Interessantes. We have an electronic lock here. The system is a bit more complicated than our training fuse box, but the base principle is the same. Just cut the blue wire sehr modern. And you can go in. Sehr gesichert auf jeden Fall. Okay, blau. Für dich ist kein Blau. Bin ich farbenblind? Hallo? Was für ein scheiß blaues Kabel, Kollege. Ist das blau? Blue wire! Blue! Cut everything! Okay. Good. I checked the line. There was no signal to the police. Good one. Move on. Good one. Okay, ich meine, du siehst doch über unsere Kamera, dass da kein blaues Ding war, du Arschloch. Get in. Aber jetzt mal ernsthaft, ich meine, wenn man so eine fucking Villa besitzt, würde man sich nicht vielleicht ein bisschen mehr Sicherheitsmaßnahmen überlegen, als so ein altes, rostiges Ding und eine alte Holztür, die ich einfach auftreten könnte? Welcome. Vielleicht auch nicht. Oh, schöne Bilder. Let's play this fast and clean. You enter, you take what we need, and then you leave. Mm-hmm. This thing is on the ground floor inside the office. Move quietly, be careful, and no one will ever know that you were here. Okay. First, find the kitchen. If my blueprints are correct, you need to go through it to get to the office. The former family of our bachelor. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Okay. Don't be so mad. I'm just kidding. Lustiger Typ. Das ist gar nicht beunruhigend. Dazu sagst du nichts? Du kannst einen Joke machen, dass meine Frau mich vielleicht betrogen hat, aber zu den komischen Blutkristallen in der Tür willst du nichts sagen? Netter Typ. Okay. Das Bild passt überhaupt nicht da rein. Okay. Haben wir hier irgendwas, was wir uns anschauen können? Nö. Ah, look at the right. There's a light behind the door. Oh, we should probably go there. Sicher? Findest du nicht komisch, dass der Kamin brennt? Könnte es nicht möglicherweise implizieren, dass hier jemand ist? Weil ich meine, wer lässt denn einen scheiß Kamin brennen, wenn er weg ist? Vielleicht sollte gehen. Vielleicht wäre es eine gute Idee zu gehen. Okay. Have you noticed that there's not a single knife in this kitchen? Well, shit. Okay, it's okay. He probably just likes to make sausages or something like that. The owner is a hunter, so it's okay. Okay, was sollst du dem Messer sagen? Es ist ein bisschen doof, dass du deinen Dialog überspringst, wenn ich mir währenddessen irgendwas anschaue. Okay. Ein kaputter Messerhalter voller Flecken. Das sind aber eher Rotweinflecken, würde ich sagen. Definitiv. Das ist seltsam. Der Besitzer des Gebäudes hat viele Sachen gekauft zum Bauen und hat es mit einem falschen Namen unterschrieben. Stahl, bla 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 bla. Okay, einfach Sachen zum Bauen von irgendeinem Gebäude oder irgendeinem Zusatzgebäude. Interessant. Wow, echt spannend.
Okay, ich denke mal, da ist das grau einfach? Oh. Ah, okay. Dankeschön. Ist geladen. Bis jetzt wirkt es sehr basic. So ein bisschen Visage, Layers of Fear 0,5 mäßig. Aber vielleicht wird es ja noch ganz gut. The owner probably forgot to clean before leaving. Move. We must hurry. Yeah, okay. Soll ich wirklich hier lang? Was? Ach, das. Okay. Da reagieren wir nicht. Good. Look for a study. Inside you'll find a safe. Focus on that. Unattended fire. I guess that sooner or later, this home is gonna burn. Das sagst du zu dem, aber nicht zu dem anderen Feuer von eben? Aber ja, ich meine, ich gebe dir recht. Look at this shit. They have a VCR with a power cord that goes through the wall. Couldn't they make a normal socket? This is not a power cord. It's something else. Okay. Ich schätze, das wird wichtig sein später. Ich habe keinen VHS. Okay, also ich kann das später mir zumindest ein paar Kassetten anschauen. Nice. In einem Land vor unserer Zeit. Schauen wir uns direkt ein paar Mal an. Und warten. No. It's alright. Bäh. Kann ich jetzt aufmachen? Wieso hat das Ding rote Augen, Alter? Okay. Okay. Do you hear music? Where is it coming from? Von hier. Bäh. Okay, ich schätze, ich muss hier die richtige Kassette reinmachen oder sowas und dann geht die Tür auf oder irgend so ein Scheiß. Bedroom. Look around. Maybe you'll find something useful. Ich finde die Idee eigentlich ganz nett, dass wir jemanden haben, der permanent alles beobachtet, was wir machen. Either she left him or just disappeared. I can't really remember. Ring looks cheap. Der Ring sieht billig aus für dich? I don't know. Willst du nicht trotzdem mitnehmen? Ich meine, ihr könnt auch ein paar mehr Sachen klauen, außer nur eine Sache. Der Typ hat sehr viele rationale Erklärungen für den ganzen komischen Kram, der bis jetzt hier passiert. A toilet? Didn't I tell you to do your business before work? By the way, I'll be right back. Okay, der Typ muss nicht in jedem Raum irgendeinen Joke bringen. Aber okay, er geht anscheinend pinkeln. Gut zu wissen. Ein alter Schlüssel. Ich weiß nicht, warum er hier in dem Zimmer ist. Weiß ich auch nicht. Au. Ist das? Medizin, okay. Wenn man Lungenprobleme hat, können die das Atmen leichter machen. Also gehe ich mal davon aus, der Inhaber dieses Gebäudes hat Lungenprobleme. Kombinationsgabe, meine Freunde. Okay. Kommt unser Supervisor vielleicht gleich mal wieder? Ich würde gern Musik haben schon mal. Und mit dem Schlüssel irgendeine Tür aufmachen. Was ist das Storeroom, ne? Der Rabe fliegt doch hundertprozentig weg, oder die Krähe fliegt doch hundertprozentig weg, wenn ich da vorbeilaufe, oder? Und soll mich erschrecken. Okay. Alright. Hier? Ja. Was ist hier drin? Nichts. Nice. Ah, VHS-Kassette, okay. Ja, die Kassette, irgendwas ist da drauf, aber das Label ist verschwommen. Das ist nicht verschwommen, da ist aber nichts drauf. Ich dachte, irgendwas ist hinter mir. Haha. Calm down. It's just me. Your friendly inner voice. Ah, hier war das. Why is everything dark? Warum ist der Typ so ultra positiv? Langsam sollte ich vielleicht ein bisschen Sorgen machen hier drin. Aber na gut. Ja. Wir sollen was klauen und gucken uns einfach was mit Kassette an. Okay, mal sehen. Bin gespannt. Ja. Ah. Ja. Juli 1996. Das ist ein Tag vor und ein Jahr nach meinem Geburtstag. Kann da bitte was vorbeilaufen? Das wäre cool.
Ach, jetzt hast du ein schlechtes Gefühl. Alles klar. Ich schätze, ich habe nur diese Tür geöffnet. Ich muss sagen, ich finde, der Comedy-Aspekt ist ein bisschen hoch. Zumindest das... Das Bild ist aber schon sehr unangenehm, dass unser Beobachter zu jedem Raum gefühlt irgendwas sagen muss. Okay, hier ist eine Studie. Zu positive Stimmung hat. Gemäß der Situation. Okay. Aber vielleicht sollte es auch ein bisschen Comedy sein. Aber das können wir auch vielleicht ein bisschen smarter angehen dann. Ein former soldier. Aha. I heard he came back from service all in chemical burns. Maybe that's why his wife left. We are not taking the medal. Okay. Was? Okay, einfach nur... Warte, interagieren. Ah, ganz klar. Wiederhol das, um es nicht zu vergessen. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Ich war 4 davon im Krieg. Ah, okay. Und wenn ich zurückgekommen bin, hat sie innerhalb von 3 Monaten alles kaputt gemacht. Dann war ich alleine. Eine Familie von einer Person. Okay. Wo war hier der Safe jetzt? Hinter dem Gemälde oder sowas? Ja. Keine Ahnung. Yes! Here is where our trinket lies. Open the safe, grab it, and you can go home. Ja, was ist denn der Code? Ach, klar. 7431. 7431. Danke. Aber sind wir jetzt hier reingegangen, ohne den scheiß Code zu wissen? Dachten sie ja, vielleicht steht der schon irgendwo da drin. Na gut. Positives Denken. What the fuck? Okay, das ist sehr, sehr teuer. Wenn ich das verkaufen kann, werden all unsere Probleme weggehen. Das Ding sieht aus, als ob das Glas wäre und nicht ein Diamant. Okay. Herz des Nebels. Im Inventar. Und das war wahrscheinlich das Spiel, ne? Jetzt gehe ich einfach nach Hause, werde reich. Das war's. Nachdem ich jetzt irgendwas erschreckt. What? What's happening? Hold your breath and look for a way out. Oh, what? What the f... Okay, hier? Come on, there must be another way out. Okay, irgendein Geheimgang wahrscheinlich, oder? Aua. Das wirkt ein bisschen seltsam. Okay, kann ich irgendwo... Don't breathe. What are you doing? Hallo? Leave, now. Was mache ich denn gerade? Wo hänge ich? Hey, hallo? Was machst du? Ach, ich schieb das Ding weg. Ah, aber von da kommt doch das Gas. Warum willst du denn... What are you doing? Okay? Easy, easy. Is everything okay? Did you get it? There seems to be no gas here. Good. What was that? Come on. I need to get you out. Yep. Bin ich voll auf deiner Seite. Ich würde auch gerne hier rausgehen. Wait, warum ist hier... Ich bin außerhalb des Hauses gerade? Okay, anscheinend. Sehr strange Spiel bis jetzt. Ach stimmt, der Typ hat ja ein zusätzlichen Teil ans Gebäude dran gebaut. Ja. Okay, was hat er hier gemacht? Do not open the doors. Don't even come close to them. When all of it is over, I'll make it another. Wait. It could be a way out. Open the box. Let's see if we can open the door. Okay. Okay, was ein bisschen scheiße ist, dass die Dialoge bzw. die Monologe von dem Typen, mit Dialoge eher, immer abgebrochen werden, wenn ich einen Meter weiterlaufe. Und ich meine, ich renne ja jetzt wirklich nicht durch. Ich bin auf nur 1 Meter weitergelaufen, dann bricht er direkt den Satz von vorher ab. Das sollte vielleicht nicht passieren. Bisschen doof. Okay. Ich finde aber eigentlich die Idee, so als Einbrecher wohin zu gehen, dann passiert da was, ist ja eine nette Idee. Aber, okay. Fuck you, ich move. Fuses are down. Okay, not a big deal. This model uses standard fuses, so
he made this extension by himself, right? Somewhere here should be an electrical fuse box. You need to find it and take the fuses. Mhm. Yes, that should work. Okay, also ein paar Fuses suchen. Kommt hier ein Jumpscare um die Ecke, wenn ich so langsam hier langlaufe? Oder ist einfach nur als Ladesequenz hier gemacht? Wahrscheinlich einfach als Ladesequenz. Okay, nope. Ich meine, da eben waren Hunde. Das war schon seltsam, aber hier ist ein Mensch drin. Willst du nicht fragen, warum die hier sind oder was hier abgeht? Da ist Blut drin. Okay. Das ist sehr normal. Okay. Obwohl das hier ja sogar normaler ist, als die Scheiße, die wir eben gerade gesehen haben. Muss man ja aber ganz ehrlich sagen. Ich meine, okay, der Typ hat einfach Fleisch hier rumliegen. Vergammelt. Wir werden da jetzt 100% irgendwie niedergeschlagen oder sowas, oder? Sehr gut. Everything is fine, don't worry. Just go to the door, insert the fuse into the panel and get out of here. Okay. Das ist kein beunruhigender Raum at all. Ich finde es ein bisschen zu viel Blut. Also, es muss nicht so viel Blut in dem Raum sein, damit er unheimlich wirkt. Ist ein bisschen Overkill. Das wirkt dadurch eher ein bisschen lächerlich, finde ich. Aber okay. Kommt jetzt ein Jumpscare diesmal? Die haben Hunde, Alter. Okay, Alter. Die Tür zu machen? Ja, gar nicht. Okay. Jetzt wegschieben? Nein. Okay. Sehr strange Spiel bis jetzt. What? What the hey, fuck war das? Are you okay? Listen to my voice. Ah, okay. We must get out. Ja, bin dabei. Aber so genau das gleiche wie eben. Run, run, run! Okay. Okay, das ist ein bisschen schwer gerade ernst zu nehmen jetzt. Okay, aber ich meine, ja, okay. Vielleicht kommen hier noch ein paar nette Ideen dazu. Kommt eigentlich jemand in mehr? No, back, 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 back! Oh, was? Nicht gut. Oh. Are you okay? Okay. Move! You must go! I'm trying. Quiet! Quiet! Fuck! Okay. Ist ein bisschen too much für den Anfang von einem Horrorgame. Du darfst mich nicht mit Gasken. Gasken ist eigentlich ein besseres Wort für eine Gasmaske. Ich hätte gerne eine Gaske. Habe ich gerade das scheiß Gas selber angemacht? Bin ich komplett blöd? Wieso habe ich das getan? Kriegt er mich jetzt? Okay. Hier ist gerade sehr viel passiert, was sehr seltsam war. Die Verfolgungssequenz war eher strange. Das Vieh sieht nicht wirklich gruselig aus. What the fuck is this? Okay, Are you okay? Move! You must go! Ja, halbwegs. Okay, also Tür zu. Fuck! Kann ich die Axt mitnehmen? Nö. Okay, der verfolgt mich jetzt. Also ich schätze, ich muss alle von den Gasdingern anmachen, aber ich weiß nicht wieso. Bringt das irgendwas? Was soll das denn bringen? What? What? Okay, ich hab den Raum, die Luft. Well, shit. Okay. What? Okay, also ich muss den Raum, die Luft jagen. Aber ich habe gerade gleichzeitig gewonnen und verloren. Das war das Problem. I get it. Die Axt kommt. Hallo. Vor allem sagt der Typ, be quiet und schreit dabei, fuck.
in das Ding, was offensichtlich keine Kopfhörer hat und jeder in meiner Umgebung hört. Großartig. Okay, also Tür zu machen, ganz schnell als in Luft jagen. Dann hoffen, dass ich es irgendwie überlebe. Okay. Ich bin... Okay. Okay. What the fuck? Well, shit. Okay. Time to... What? Are you okay? Move! You must go! Okay, ich soll das ja in die Luft jagen, oder? Ich meine, dadurch stirbt der Typ, aber wie soll ich das denn überleben? I don't get it. Oder bin ich gerade gestorben, weil der Typ wieder relativ nah mit dran war und das wieder als Schlag gezählt hat? Das kann auch sein. Aber I'm not wirklich sure, ich hatte keine Ahnung. Ach, Bolt on the door. Ah, okay. Wahrscheinlich war der Typ eben wieder zu nah an mir dran. Oder bin ich jetzt wieder gestorben an der Explosion? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Are you okay? Ah, klar. God. Well, shit. Okay. Time to get out. Wie habe ich das überlebt? Wie soll ich das überlebt haben? Ich bin in einem... Hallo? Ich bin in einem scheiß Heizkeller mit giftigem Gas, habe das einfach in die Luft gejagt, während ich in dem Raum bin. Und das hat geklappt. Ich meine, wir haben doch jetzt den Gegenstand, den wir haben wollten, oder? Meine ich? Das heißt, wir können gehen. Sag mir nicht, du kannst da jetzt nicht drüber klettern oder sowas und sagst, oh verdammt, wir müssen den Schlüssel hier rausfinden, sonst kriegen wir das niemals, bitte nicht. Don't do this. Yeah. The kitchen wasn't a safe path. We probably could take the other path. What? What? Aber wir haben es doch überlebt. Okay, nette Idee, what? Was? Hey, do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Be careful. You only have one attempt. We can't go back if something goes wrong. Was? 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 It's time to start. I heard the owner hides his spare keys near the entrance, so it'd be pretty easy. Wo hast du das gehört? Wer hat dir das erzählt? Und what? Was passiert hier? Okay, ich meine, das ist ja eine andere Umgebung jetzt offensichtlich. Da ist das Alarmding ist nicht mehr da. Have you looked in a pot or under a doormat? Da ist doch keine Matte davor, oder? Please don't. Oh mein Gott. Ich bin komplett verwirrt, was das jetzt gewesen sein soll. Also ist das einfach eine Art verfluchtes Haus und ich muss mehrere Sachen klauen jedes Mal? Passiert was anderes? Ah, what? Okay, was? Also ich muss viermal hier rein und viermal was klauen? Wow, half of my house can fit in here. Or the whole of yours. Haha. You can even see the second floor. Okay, moving on. You must find the stairs. Okay, ja, nette Idee. What? Es ist sehr strange. Also ich muss viermal in das gleiche Haus gehen und... This looks like a fake to me. Let's move. We came for a different thing. Ich dachte, ich hätte es nehmen sollen, aber das ist nicht das Herz, nach dem ich suche. This is strange, but we don't need to go there, so forget it. Ist das seltsam? Okay, aber das ist genau...
die Art von... Krieg ich einen Jumpscare? Weil ich soll hier offensichtlich noch gerade nicht lang gehen. I guess it's not a bad idea. Let's see what's in there. Okay. Ich meine, ich soll ja offensichtlich in jedem Run an einen anderen Ort gehen. Move this thing aside. Why did they even put it here? Hier ist doch ein Easter Egg oder sowas, oder? Weil ich soll hier ja nicht lang gehen gerade. There is a rare knife stored somewhere here. At least, it is according to our client. You'll know it when you see it. Okay. Ein seltenes Messer. Also vielleicht kann ich mir aussuchen, in welcher Reihenfolge ich jetzt die Gegenstände hole. Ich meine, es ist ein cooles Konzept, aber ich hoffe, es hat noch irgendeine größere Story, die erklärt, warum wir jedes Mal in so einem Time Loop feststecken und andere Sachen suchen, die sich jedes Mal die Umgebung ändert. Why would someone need to leave bunks under a mansion? Is that an immigrant hideout or what? Ja, auf jeden Fall. Okay, da sind Tränen drauf, steht da. Das ist so seltsam, ich habe vor kurzem einen in meinem Traum gesehen. Mein Junge war wieder bei mir. Wir laufen durch die Höhle der blauen Steine, reden über etwas. Okay. Mein Doktor meint, das hat damit zu tun, dass ich nicht damit umgehen kann, dass er abgehauen ist. Er hatte recht, natürlich kann ich das nicht. Mein Sohn ist weg. Oder dass er weg ist auf jeden Fall, okay. Okay, ich habe mitbekommen, dass wenn wir in der ersten Etage schlafen, dass meine Träume dann besser werden. Ich frage mich, was passiert, wenn ich im Keller schlafen würde. Umso weiter runter ich gehe, umso klarer werden meine Träume. Mein Sohn ruft nach mir und ich kann ihn zurückholen. Ich muss nur verstehen, was er mir sagen will. Das wirkt einfach wie eine Mischung von ganz vielen seltsamen Horrorklischees in einem Haus oder so. Ich bin echt nicht sicher, Alter. Vielleicht gibt's keine größere Story? These chess pieces look kind of strange. Maybe you can use them. Oh, wow. Was ein komplexes Rätsel. Oh. Okay, wer ist der Turm? Oh, bestimmt nicht der Turm. Ich meine, okay, nette Idee vielleicht. König, schätze ich. Dame. Okay. Was ein Versteck. Okay. What are you waiting? The door is open. Move. Is that a cave? Justine, I don't feel well. Do you hear the whisper? This noise. What are we doing here? Keine Ahnung, das ist eine komische Knochenhöhle. Das ist ein sehr seltsames Spiel, aber irgendwie langsam werde ich warm damit. Ich meine, der Anfang war echt ein bisschen trashig. Wir sind die Leute, right? Wir haben ein Ziel. Wir wollen verstehen, wer uns spricht. Wer ist wirklich all diese Linien? Das ist eine natürliche Curiosität. Es gibt nichts Unusuales. Was? Ja? Ich stimme dir zu. Ich hoffe, dass... Hear a female voice. She wanted to get her son back. She was lied to. Okay. Ich hoffe, das Spiel wird jetzt noch richtig crazy und macht wirklich kreative Sachen in jedem Abschnitt, den man spielt. What the fuck? Okay. Alles klar. Okay. This place cannot exist. Do you hear me? This place is... This place is very important. I want to tell you something. I just can't. All I can hear is this distracting thing. I'm losing my thoughts. Losing. Did I want to say something? Okay. Okay. Ich bin ready für den Rollercoaster dieses Spiels. Who lights these candles? Is anyone here? Here. Oh, ich wünsche, das Spiel wird einfach jetzt noch richtig, richtig, richtig abdrehen. Und auf immer verrückter werden. Und dann vielleicht einfach komplett akzeptieren, dass wir vielleicht wahnsinnig werden hier drin oder sowas.
Es wäre so cool gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier rausgeschaut hätte. Und als Beispiel. Oh, was ist das? Okay, ich kann es nicht benutzen. Ich habe nichts, was ich benutzen kann, okay. Wenn ich zum Beispiel jetzt runterschauen würde und hier wäre der Raum einfach verkehrt rum oder sowas. Hat irgend so ein paar Kleinigkeiten, die mir zeigen, dass ich einfach komplett durchdrehe hier drin. Weil ich bin mir noch nicht genau sicher, ob das mit dieser Zeit-Zurückspülmechanik irgendwas mit der Story zu tun haben soll. Oder ob das einfach nur sein soll, so, haha, guck mal, geh mal zurück und geh mal den anderen Weg. They belong to those who built this place. And those who came here later. Strange Spiel. Okay. Ich meine, ich sollte ja gar nicht lang gehen gerade, oder? Ich schätze mal, es war ein optionaler Weg. Also wahrscheinlich konnte ich auswählen, ob ich hoch oder runter gehen will. Okay. Ich habe diesen Ort gefunden. Dieser Ort hatte alles, um ihn zurückzubringen. Zumindest für eine kurze Zeit. Alle Teile waren dort. Aber ich habe seit Monaten probiert und es bringt alles nichts. Okay, Ziegen, Schweine. Ah, wir haben mehr als ein Dutzend dieser Tiere geschlachtet und nichts klappt. Herz, Gehirn, Leber. Ich muss einen anderen Spender finden. Vielleicht wird mein Herz genug sein. Okay, also du willst irgendwelche Sachen opfern, um deinen toten Sohn zurückzubringen. Das wird immer klappen. Man hat noch nie in irgendeiner Story gehört, dass das keine gute Idee sein könnte. Also mach ruhig. Ich bin voll auf deiner Seite. Warum lässt du eigentlich den ganzen Scheiß hier unten stehen? Ich meine, das ist offensichtlich irgend so ein mittelalterlicher, keine Ahnung, Torture Room oder sowas. Okay, hier drin. Ach, das Ding. It is very heavy. Okay. Gehen wir damit zurück. Okay, ich muss sehr viel laufen. Ich muss sehr viel laufen. Hin und her. Werde ich hier wieder verfolgt von den komischen Gasmaskenmännern? Von den Gaskenmännern? Das ist aber knapp, du. Ach, die Kette. Hier. Kann ich irgendwas machen? Nein. Ich will, also eben am Anfang, als es im ersten Akt war, dachte ich, okay, das wirkt nach einem ziemlich trashigen Spiel. Aber jetzt kriegt es ein paar Sympathiepunkte, muss ich sagen. Ich meine, es wirkt immer noch nicht super hochwertig. Aber vielleicht ist es jetzt zumindest ziemlich kreativ. Und versucht ein paar interessante Sachen. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht einfach so die super Horror-Klischees benutzt. Und wie jetzt gleich irgendwie ein Skelett verfolgt oder so eine Kacke. This is a quiet spot. There is a lot of room to rest. Korrekt. Und ich hoffe, es gibt eine größere Story, die alles miteinander kombiniert vielleicht. Die mir erklärt, warum wir diesen komischen Zeitloop eben hatten. That's what we are looking for. Pull the lever. I can't focus. I hear something constantly. There's someone here. Go back. What? Now. Hallo Schatten. He is here. What the fuck? Waiting for you. Okay, das ist cool. Mann. What the fuck war das? Das ist eine Puppenspinnenmaschinenmonster? Parents had been waiting for their son, but he came instead. What? Ach ja, ihr habt das Ding hier, ihr habt die Sachen geopfert und habt einen komischen Spinnengott beschworen. Okay, aber Spiel. Wenn du sowas hast, wenn du einen komischen Puppenspinnen-Monstergott hast, warum zeigst du mir zuerst die komischen generischen Gasmasken-Axtmonster, die super boring sind, und machst nicht das hier als ersten Akt? Das wäre doch viel cooler, das ist doch viel interessanter hier. Ich meine, komische Zombie-Gasmasken-Männer, die mich mit einer Axt abschlachten wollen, ja, das habe ich vielleicht schon mal gesehen, das ist nicht so interessant. Das hier hingegen ist, He is thirsty. Zumindest was anderes. Ach, das ist der Durchschnittsbraucher. And the liver. They were his birthday present. They keep him here. Exactly. Oder ist das der Sohn? They keep him here. Haben die den Sohn zusammen mit diesem Spinnengott beschworen? Das ist so eine Fusion aus beiden. Okay. Ist das komisch. Aber jetzt gefällt es mir langsam ein bisschen. Okay. Wollen ein Ei mitnehmen?
sind auch ein bisschen was wert. 2,50 oder sowas. Okay. Vor allem, ich das Messer einfach da liegen lassen. Für scheiß Messer wollte ich eigentlich hier runter. Aber Moment, woher wusste unser Supervisor oder unser Chef oder was auch immer, das ist unser Kameramann, dass hier unten so ein Messer sein sollte? Ich meine, das war ein offensichtliches Ritualmesser für eine Beschwörung von irgendeiner Gottheit. Wie willst du davon gewusst haben? Do you want to get out? Get rid of it. Hey, warum hast du den Dolch wieder? Ja. Das ist ein cooles Ding schon, ne? I like it. I like it. Okay, Gehirn kaputt machen. Aber wie habe ich denn den Dolch jetzt wieder... Der war doch eben noch auf der anderen Seite von der Tür. Wie habe ich den jetzt wieder dabei? Habe ich mehrere davon eingesammelt? Okay. Ich hoffe, die nächsten Kapitel werden auch cool. Weil das hier ist nett. Das hat auf jeden Fall was. Ist das nicht einfach eine Kopie von dem Raum, wo ich eben drin war? Nur andersrum? Mit dem Ei in der Mitte? Ja, ne? Jesus. Okay. Das Schreien von dem Hauptcharakter ist sehr komisch. Okay, ich muss ihn einfach einmal im Kreis locken und dann von der anderen Seite aufs Gehirn einstechen, ne? Ich dachte, ich kann vielleicht einmal so dran kommen, aber no, offensichtlich nicht. Was für ein seltsames Spiel, Alter. Oh nein. Wo bin ich? Oh nee. Okay. Dann rennen wir nochmal kurz einmal im Kreis. Leber, was ist das andere? Leber, Gehirn und Herz, ne? Ja. Okay. Komm her. Ist hier. Geiles Monster irgendwie. Aber trotzdem, die Frage stellt sich wieder. Warum zum Fick machst du das nicht als erstes? Ah, hier ist das Gehirn. Das Herz war das letzte. Okay. Strange, Alter. Aber es hat was. Es hat was. Ich hoffe halt wirklich, dass es gleich noch abgespaceter wird. Mach irgendwas, was komplett crazy ist. Ich geh auf den Dachboden oder sowas und auf einmal bin ich im Universum oder sowas. Ich kann die Sterne reinlaufen, was weiß ich. Irgendwas super crazy ist. Bitte nicht einfach irgendein Basic Monster. Weil jetzt hat schon die Tür geöffnet quasi, das Spiel, für wirklich kranke Scheiße. Und soll es auch nutzen. Von wo ist das Ding auch gekommen? Ah, aus dem Nichts. Okay. Das sind wirklich Puppenarme, ne? Ja, also Puppenarme? Puppenkopf oder ist das ein echter Kopf? Ich habe keine Ahnung, aber das Ding sieht geil aus. Sieht aus wie ein Silent Hill Monster. Das könnte 1:1 ein Silent Hill Monster sein. Ah klar, das Portal in die andere Dimension. What? What? Okay, I like it. Also bis jetzt ist es wieder auf einem positiven Kurs. Jetzt kommt es aber extrem drauf an. Jetzt kommt es extrem drauf an, wie... Ich schätze mal, wir haben noch 2 Kapitel. Denke ich. Würde von der Länge, glaube ich, hinkommen, ne? Ich hoffe, die sind noch gut. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder irgendeine Basic-Scheiße, weil das erste war boring. Das erste war ziemlich boring. Das hier war gut. Ja, okay, jetzt kommt das... der gleiche Anfang. Yes. We can't go back if something goes wrong. Dass er das so... Wait, warum ist der Schlüssel diesmal nicht hier? Dass er das so offensichtlich erwähnt... Muss doch irgendwas bedeuten. Weil wir können ja sehr offensichtlich doch zurückgehen, wenn was wrong geht, wie wir gerade gemerkt haben. Und was ist eigentlich gerade passiert? Hat er uns geopfert? Ja, oder? Ich glaube, er hat uns in die gleiche Dimension geschickt wie das Vieh. Hä? Ich meine, der meinte beim ersten Mal, dass der Schlüssel vielleicht in so einer Matte oder in einem Blumentopf ist. Matte haben wir eben geguckt.
Da war er eben. Ist jetzt woanders? Ist das Spiel vielleicht doch ein bisschen smarter, als man denkt? Oder ist jetzt irgendwie verbuggt, weil die Scheiße einfach... Habe ich zu früh nachgeschaut oder sowas? Fuck. Ich meine, hier ist nichts. Hat er mir nicht eben ziemlich schnell einen Tipp gegeben, wo es war? Okay. What? Kann ich hier hinten lang? Vielleicht gibt er mir einen Tipp, wenn ich ein bisschen weiter weglaufe. Weil das ist jetzt... Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Bug ist. Weil ich meine, ich soll da jetzt eigentlich theoretisch die gleiche Timeline spielen wie eben. Nur, dass ich halt später splitten kann, ob wir halt hoch oder runter gehen. Aber eben war der Schlüssel auch unter der scheiß Matte. I don't get it. Kann ich einfach wieder gehen oder so? Das ist ja nett. Ich gehe einfach. Ist vielleicht ein anderes Ende, wenn ich hier einfach abhaue? What? Bitte versteck irgendwo. Hey, where did you go? We have an agreement. Na gut, schade. Ich habe gehofft, dass wenn ich jetzt gehe, mich vielleicht irgendein anderes Monster einfach tötet. Das wäre cool. Und was ist mit uns los? Wir reagieren halt auf nichts, ne? Uns ist irgendwie alles scheißegal. Okay, I don't get it. Stimmt hier irgendwas einfach nicht? Ist das verbuggt? Ich mache mir jetzt doch langsam ein bisschen Sorgen. Ich meine, ich hätte die Schlüssel da wahrscheinlich finden sollen. Hier kann ich... Oh. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, aber ich kann da drüber. Kann ich hier rein? Ist hier noch eine Matte? Nein. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das Spiel einschätzen soll. Das geht in alle Richtungen gleichzeitig. Und es ist sehr seltsam. Kann ich da drüber? Oder bin ich jetzt hier stuck? Hätte ich nicht drüber laufen dürfen? Scheiße. Kann ich hier drüber? Oh, fuck, nö. Okay. Thank God. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Spiel irgendwie verbuggt habe, weil ich es in der falschen Reihenfolge gemacht habe oder so ein Scheiß. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Restart? Hey, hey! Do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Be careful. You only have one attempt. We can't go back if something goes wrong. Why have you stopped? Wobei haben wir den gestoppt und wo sind wir jetzt wiedergekommen? Also... Ah, muss ich... Moment mal. Warte mal, also die Sachen, die wir vorher erledigt haben, sind permanente Änderungen in der Welt? Scheint so, ne? Okay, also es war nicht verbuggt, hätte einfach da hinten reingehen sollen. Aber wieso denn? Er hat den gleichen Satz gesagt, den er beim zweiten Run eben gesagt hat. Das heißt, eigentlich müsste der Schlüssel noch da sein. Okay, ich gucke jetzt mal kurz unten nach, ob vielleicht Sachen, die ich im ersten und zweiten Run gemacht habe, immer noch Veränderungen sind. Ich meine, ja, das hier leuchtet. Okay, es sind vier Runs, klar, wir haben ja hier schon das Ding gesehen. Ja, das hat er schon mal gesagt. This kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Wow. Half of my house can fit in here. Or the whole of yours. You can even see the second floor. Okay. Moving on. Was denn, ich jetzt wieder runtergehe? Okay, ich versuche mal kurz runterzugehen, ich will gucken, was er sagt. Vielleicht sagt er irgendwas wie, wir sollten das nicht nochmal tun oder irgendwie sowas. This looks like a fake to me. Let's move. We came for a different thing. Eine der Ketten von eben ist weg. Hier ist der Dolch. What? This is strange. But we don't need to go there, so forget it. Okay, also ich schätze, den Gegenstand, den wir jetzt oben finden, machen wir dahin, dann können wir hier rein, dann kriegen wir da den vierten Gegenstand und können die Tür hinten aufmachen? Seltsam, Alter. Kann ich jetzt nochmal runter? Ja. The master bedroom is upstairs, on the second floor. You need to go up. The necklace should be on the second floor. Okay.
Also ich kann nicht nochmal darunter. What the fuck? Okay. Was so, könnt ihr... We need to... Necklace. It belongs to an ex-wife of the... Start from the bedroom. Shit. Where is this static coming from? Okay. Geil. Okay, was könnte hier kommen? Ein Geist oder sowas? Ich hoffe kein Geist. Gib mir irgendwas Krasses. Gib mir irgendwas sehr, sehr Seltsames. Closed. Kein Basic-Scheiß, bitte. Figure out how to get inside. What? Das ist angemalt. What? Looks antique. What do you think it's worth? Take a couple of shots. I want to see if it's working. Wait, I didn't see it there. Or is it a glitch? Okay, let's move on. What? Okay, ich kann Bilder von weißen Sachen. Is this some special photo paper? Modern art is a very strange thing. What the fuck? Okay, cool. Das ist cool. Ich kann nicht zurück. Okay, das ist nix. Warte, wo hab ich denn. Okay, ich hab hier meine Fotos irgendwo. Die ich alle wirklich besitze. Okay, strange. Das gefällt mir. Okay, das gefällt mir. Warum? Okay, sollte das erste Kapitel absichtlich scheiße sein? Damit die Erwartungen sich ändern? I don't know. Ich weiß nicht. Ich meine, das Spinnenvieh sah halt auch nicht super hochwertig aus. Also... Keine Ahnung, Mann. You need to find and open the door to the master's bedroom. Findest du das nicht komisch, Mann? Willst du nicht vielleicht weggehen von hier? Okay, es gefällt mir aber schon irgendwie ganz gut. Sehr strange Spiel. Coole Idee. Sehr coole Idee, aber. Okay. Da hinten kann ich gleich noch ein Bild von machen. Gucken, was da ist. Kann ich eigentlich sprinten oder so? Nein, scheint nicht. Ja, das ist ein Spiel, das ich glaube ich komplett spielen muss, bevor ich irgendwas wirklich bewerten kann. Was ist das? Okay, das ist überraschend ungruselig im Vergleich zu den anderen. Ah ne, das sind Puppen. Oh Gott, okay. Great. Okay, was haben wir hier? Das ist die gleiche Frau von eben, nur dass sie ihren Gesichtsausdruck ein bisschen geändert hat. Leicht beunruhigend. Okay. Zeitung von vor 6 Jahren. Einer der Artikel ist eingekreist. Es geht darum, dass eine... Dass ein bekannter Künstler und ihr Sohn, eine bekannte Künstlerin und ihr Sohn verschwunden sind. Ihr Name ist verschwommen. Ich kann es nicht lesen. Kann ich hier mitmachen? Okay, sowas schon wieder. Oh Gott. I got it. This is not happening. This is insane. Das ist korrekt. Sehr korrekt. A recognized artist and photographer and her son. The search continues. We are still waiting for an official statement from the police representative. In the meantime, we express our condolences to the husband of Mrs. Alles klar.
have some connection problems here. Okay, let's look in the other rooms. The necklace should be in the bedroom. Okay. Oh Gott! Not bad. Hat die eben schon so gelächelt? Ich glaube nicht, oder? God damn it. Ich traue dem Raum, dem Gang hier nicht. Okay. Komisch, Mann. Ich meine, vergleich das hier mal mit dem scheiß Chapter, mit dem scheiß ersten Chapter. Das war halt richtig Trash dagegen, oder? Ach, da ist jetzt aufgegangen. Ah, okay, ich dachte eben die Tür, die bei mir wäre, die wäre aufgegangen, aber nein. So, die hier anscheinend, okay. 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 Nett, nett, nett. Mhm. Warte, hier ist doch gar nichts. Schade. Das war definitiv eine Möglichkeit für einen coolen Scare. Didn't use it. Ah. What? Have you noticed the number of pictures? Someone was clearly interested in photography. Or he wanted to capture something specific. Wahrscheinlich ein Geist. Oder sowas. Oh, what? Das ist normal. Okay, das Badezimmer ist genau das gleiche wie eben. Starke Droge. Gegen Aggressionsangriffe, gegen die, war für die Frau gemacht, okay. I knew that a child used to live here. But why is this the only thing that was left of him? Where is his bedroom or toys? There must be at least something. Okay. Where is he? Where is he? But... Hat die Frau von dem Typen vielleicht das Kind getötet? Okay. There's something very strange going on here. Ach echt? Forget it. Forget the necklace. Just look for a way out. Guter Tipp. You can't stay here anymore. Jump over the balcony and get out of here. No, nicht so schnell. Nicht so schnell, Freundchen. Ich will erstmal gucken, was hier alles abgeht. Wait, what? Okay. Okay. Also ich schätze, ich kann abhauen. Alternativ kann ich mir auch noch weiter umschauen. Richtig smarte Idee. God damn it, Alter. Ich meine, komm, wenn wir schon mal hier sind. Mannequins. I hate mannequins. Nee, bei dem nicht. Ich dachte vielleicht, weil das Ding weiß ist. Kann ich hier durch? Okay. Okay. Kann ich von beiden gleichzeitig ein Bild machen, was sich verändert, oder geht das nicht? I don't like it. Not at all. If some artist or writer starts to tell you about the deep meaning of his work, you're not doing it. There are only two things they can write about. It's themselves and their issues. This woman had a lot of issues. Korrekt. Oh! Hallo! Das findest du nicht gruselig? Okay.
Layers of Meaning. Folgt bekommen. Das ist nett. Das ist nett. Das ist eine sehr nette Idee. Das ist eine sehr, sehr nette Idee, Alter. Oh, fuck you, Alter. Kann ich in die Ecke hier? Nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber ich meine, ich will bei dem Spiel jetzt wirklich alles rauskriegen, was man irgendwie rauskriegen kann. Aber vielleicht finde ich irgendwas Interessantes. Kann das Ding kommt hinter mich, wenn ich von hier ein Bild mache? Ha! Get fucked, boy! I'm sorry. Du bist draußen. Okay, was ist hier? Oh, fuck, kommt jetzt wieder rein? Warte mal. Ich nehme einfach hier hin. Mach von hier das Bild. Weil ich meine, das Ding scheint immer hinter mir zu spawnen. Vielleicht kann ich es einfach wirklich draußen spawnen lassen. Oh. That didn't work. Sam. Hi. I have interference. I can't hear you. What the fuck? Hi. Goddammit, okay, soll ich jetzt runter? Nein, soll ich nicht. Okay. Ja, aber ich meine, ich konnte doch runterspringen eben, oder? Hey, was wäre passiert, wenn ich es probiert hätte? Oh, hallo? Du rennst so hart auf mich picture. Zu, oder? Do you hear me? Take a picture. Warum? Jetzt rennt ihr auf mich zu. Rückwärts, Alter. Okay, das hätte nicht sein müssen. What? Dachboden? Okay, ich... What? Okay, ich gehe mal davon aus, es sind einfach vier verschiedene Geister-Stories, die wir hier erleben sollen. Aber warum war die erste so scheiße? It doesn't work anymore. Broken camera. Ach komm, ey, nee, ne. Ja, natürlich. Ach, fickt euch doch. Okay. Okay. Alles klar. Das wird gar nicht gruselig. Ach, scheiße, Alter. Okay. Hast du ein bisschen... Oh Gott. Das ist halt exakt Prior 4, ne? Okay, sie schlägt das Kind. Wo soll ich lang? Was? Ah. Mhm. Okay. Da, hier ist der Jumpscare. Hier ist der Jumpscare. Ey, machen die echt nur Hommage an den scheiß Cry of Fear Jumpscare? Ja? Aber 1:1. Ich meine, nicht ganz so gut, aber... cool. Die kennen auf jeden Fall Cry of Fear. Was? Das Kind hat diese Notiz geschrieben, als sie allein im Dunkeln war. Sie hat ihn hier alleine oben gelassen und er ist verhungert. Diese verrückte Schlampe, okay. Vergib mir, Mom. Ich werde nicht mehr weinen. Niemals wieder. Bitte komm zurück. Ich habe wirklich Hunger. Ich werde alles essen, was du kochst. Ich bin so müde, Mom. Bitte verlass mich nicht. Ich möchte essen. Ich möchte essen. Essen. Mom liebt mich nicht mehr. Essen. Ah. Okay, also hat das unten vielleicht doch damit zu tun?
weil das Kind unten gestorben ist, hat der Vater versucht, es wiederzubeleben, irgend so einen Spinnengott beschworen. What? Alter, ist das ein Raum, Mann. Jesus. Okay, kann ich durchschauen. War das der Vater, der die Mom getötet hat, oder war das die Mom, die das Kind zerstückelt hat? Beides möglich. Okay. Der Raum gefällt mir nicht, Mann. Okay. Da kann ich runter, ne? Bosskampf. Ja? Okay. What the f- ist das seltsam, das Spiel, aber es gefällt mir. You hear me? It seems that the connection is clear now. Are you okay? What was that? Okay, warum hast du den Satz abgebrochen? Okay, aber ja, ich denke das auch. Also, sie hat den Sohn getötet, der Mann hat sie getötet. Was hat das mit diesem komischen Spinnenvieh uns zu tun? Das hat gar nichts damit zu tun, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, es soll eine andere Geschichte sein. Was? Wieso kann ich da kein Bild von machen? Kann ich nicht, okay. Was? Ich kann meine Kamera nicht so equippen wie eben. Aus irgendeinem Grund. Warte mal, so geht's doch. War ich vielleicht zu nah dran? Näher dran? Ah, okay. That's why they didn't find her. Seltsam, Alter. We found what we were looking for. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Good. What the fuck? Was wäre passiert, wenn wir da runtergesprungen wären? Wären wir einfach gestorben? Ich glaube übrigens vor allem, dass es exakt das, was wir gespielt haben, zurückgespult. Also wirklich exakt die Bewegung, die wir gemacht haben. Was nett ist? Ich glaube, wir gehen jedes Mal weiter weg, oder? Oder ist es einfach nur, weil wir länger gebraucht haben diesmal? Tür ist offen. Und der Typ kontaktiert uns nicht mehr. Das System ist ein bisschen mehr. Tam. Well. We must do it anyway. At least we must try. Get in. Die laufen schneller. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Das Spiel ist auf eine sehr komische Art ziemlich gruselig. Gefällt mir gut. Why is there a fire here? Was it a cleaning lady? Probably. She wouldn't be here at night. Nothing to worry about. Dass das aber jetzt erst hinterfragt und nicht vorher, ne? Zum Feuer. Okay, jetzt kann ich hier rein wahrscheinlich. Did you manage to open it? Good. But are you sure that you want to go in there? Was? Sometimes ignorance is bliss. Well then, let's take a walk. You already know the drill. Someone will come, and this someone will try to kill you. The question is, who's it gonna be? Okay. Don't think about what you saw. Just look away and ignore it. You always did that very well. What the fuck? Das ist ziemlich cool, Mann. Okay. Das ist sehr, sehr cool. Also, der Typ, der mit uns spricht, hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun.
Oh, sag mir nicht, dass wir der Mann sind oder so. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Sag mir bitte nicht, dass wir der Typ sind. Und das ist unsere Bestrafung dafür, weil wir... There comes a moment in life when you just feel trapped. Okay. Ich hoffe, das ist irgendwas Größeres. Oder es wird nicht erklärt oder so. Es gibt... Das gefällt mir echt gut gerade. Hätte ich nicht gedacht, weil der Anfang war wirklich trash. Wo soll ich denn... Ich muss irgendwo triggern, dass der Raum wieder kleiner wird. Okay. Das mit den Räume verändern funktioniert im Spiel leider gerade nicht ganz so gut. Drehe ich mich zu schnell um oder so? What? Hallo? Spiel? Wo soll ich denn hingucken, damit es weitergeht? Was willst du von mir? Hier? And when it seems that there's nowhere to go, you'll take any way out. Oh. What? Ich glaube, das ist nicht absichtlich, ne? Dass es hier aussieht wie Wasser und dann zu Blut wird. Ich glaube, das ist einfach nur, weil es reflektiert. Das ist ein Gemälde da hinten, Mann. Sehe ich doch. Das war klar. Das ist eine coole Idee. Also ich kann gar nicht seitlich, ich kann nur geradeaus. What is happening in this house? Why am I returning to it? You probably thought a lot about it. Or maybe the opposite. You tried not to think about it at all. Cool. Sehr, sehr cool. Oh Gott! Nice. Nice. Nicht so nice. Der war nicht so gut, aber der war gut. What the fuck? Calm down. You've already killed them. Keep going. I've prepared a small surprise just for you. Oh, I love it. Ich verstehe immer noch nicht dieses scheiß erste Chapter, ne? Das war so Müll. Warum war das da? You haven't been here for a long time, haven't you? Wir sind in unserem... Every new job began with this car. What were you thinking when you went to that house? Was it, I'm doing this for my family? Or, this is the last one for sure? Well, you were right about that. Mhm. Okay. Well, for their sake. Your favorite thought, huh? They never asked you for this, but you were so sure that you stole only because of them. And adrenaline rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. Da ist irgendwas Krasses drin jetzt. Bitte lass da was Krankes drin sein. Please do it. Scheiße. Ich meine, es wäre echt abgefuckt, aber ich hätte, glaube ich, den Kopf meiner Frau reingemacht als Spielentwickler oder irgendwie sowas. Ich mach's weiß, so fuck you. It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. Ja, but I'm not gonna do it. Bestrafst du mich jetzt dafür? Please do it. Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. 8 hours a day, 6 days a week. Geil. You'll be reliable, consistent, boring. No. You've always thought that you were too good for a regular job. Mhm. I understand. You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. Habe ich die Wahl? Das wäre cool. Okay, anscheinend habe ich doch nicht die Wahl. Schade. Hätte ich cool gefunden. Ah, doch, wir müssen. Okay. Right. Sorry, I was joking. Sehr gut. It looks like this house has changed. Now it's mine. Oh. What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well, that isn't important. It couldn't be your fault. Uh-huh. Right.
You can't be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. It couldn't be your fault. You are a good person after all. This just can't be true. Ich meine, das Spiel kommentiert selbst, ob wir hinterfragen, ob wir in einem Gefängnis gestorben, also im Gefängnis sind oder gestorben sind oder so. Das heißt, dem Spiel ist bewusst, dass man zu dem Zeitpunkt hier denken würde, ah, das ist bestimmt wieder das Klischee, dass wir bestraft werden nach dem Tod mit blablabla in der Ewigkeit und sowas. Das heißt, das Spiel ist nicht stupid. Oh, Alter. What? Also das heißt, das Spiel weiß, was man wahrscheinlich als Spieler hier zum Zeitpunkt denkt. Es gibt mir gerade ein bisschen Hoffnung, dass die Story vielleicht doch ein bisschen cooler ist am Ende. Ohohohohoho. Ja, ich meine, okay, die Monster sehen ein bisschen bescheuert aus, aber whatever. Lass mit dem Spiel erstmal durchgehen. Die Idee ist nämlich echt cool. Das Spiel funktioniert. Es funktioniert echt gut. Police informed that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name. The attempted robbery has ended in tragedy when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty, since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault, is it? It's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, who knows who these people were? Ooh. Killers, abusers, monsters. Come on, come up with another reason why they should have died. Okay, I like it. You did it so well before. I like it. Okay, ist trotzdem wahrscheinlich ein bisschen Klischee, aber das ist einfach unsere Gedanken mit unserer Hoffnung, was die Leute vielleicht gewesen sein könnten. Damit wir uns nicht so schrecklich fühlen, dass sie die getötet haben. Let me give you a hint. Who is to blame? What are you imagining in your stories? The husband is guilty in the death of his wife. The wife killed her child. And the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. Mhm. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen will. Was? I want to look at the person who killed me. Aber wer ist denn wer? Aber was ist ein Kinderschädel? Das ist der Vater. Der Vater. Ich möchte die Person anschauen, die mich getötet hat. Also er, den Sohn. Der Sohn, die Frau. So ist doch richtig, oder? Wenn das Kind ist? Ja. Müsste richtig sein, wenn das die Frau ist. Ne, die Frau hat... So. Nein? Wait, doch, oder? Ah. Oh, okay. I got it. In Wirklichkeit. Got it. Cool gemacht. Okay, cool gemacht. Alle gucken hier mit, ich stelle mich in die Mitte. Right. An acceptance. I didn't expect this to happen. I didn't think we had to say goodbye, but farewell. Ist das gute Ende? Weil ich akzeptiert habe, dass ich die getötet habe? Nee, ist es nicht. Weil was ist denn mit dem einen Raub noch? Ich wollte gerade sagen, ich kann immer noch in den letzten Raum reingehen. You know you killed them, and you will remember this. No matter what you will imagine next. We will be together. Forever. I love it. Okay, das ist echt cool. Das ist richtig cool.
Ich bin mir, also ich finde immer noch, dass das erste Chapter leider ziemlich trash war. Also aus reiner Sicht das erste Chapter alleine gesehen. Das war ziemlich lame, aber jetzt können wir die letzte Tür aufmachen. Oh, das ist großartig. Das ist richtig cool. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, das wird so eine 4 bis 5 von 10. Und jetzt ist es gerade eine 8 plus. Echt cool, Alter. Echt gut. This demon thing wasn't too much. Was it a good ending? There is no time. I need to leave it as it is. Since when did I start talking to myself? Ach, ich bin das einfach. I can't take it anymore. I need to get distracted. Lately, I can't get my childhood out of my head. I don't know why. What? I always knew who I would be when I grew up. My father took care of this. Director of the factory. Very powerful person. He had big plans, and some of them were on me. But first, I had some daily schedule to do. You must wake up at 5, then homework, then school, and in the evening, the real work. Okay. Every day was a preparation for the future. I had goals. At age 14, a junior assistant in the sorting floor. At 15, a senior assistant. Head of the floor at 24. Replacement for my father at 31. There is no time for doubts. I would do everything for him. Every day. I hated it. I had no one to talk to. I had no idea how. Nowhere to go, and because of that, again and again. Ich bin gerade nicht sicher, mit was das was zu tun hat. Aber okay. But I found a way out. What? At first, it didn't work out very well. Stupid stories. It's too embarrassing to even think about them. But they gave me the distraction then. Es geht darum, wie wir gelernt haben, unsere Probleme zu verdrängen, indem wir daraus Geschichten machen oder so, denke ich. Letter from the publisher. An opportunity to leave. And at 18, on my birthday, I decided to do it. Was ist nochmal ein Twist vom Twist? Well, I'm confused. Lieber Herr Mist, ich entschuldige mich für die späte Antwort, aber ich wollte Zeit für mich selbst und einen Mitarbeiter haben, um Ihre Arbeit, der Graue Gentleman, zu lesen. Okay, um ehrlich zu sein, ist Ihr Style noch nicht komplett fertig, okay? Aber ich bin definitiv interessiert in Ihr Talent, eine düstere Atmosphäre und einen düsteren Ton beizubehalten. Okay, also ich habe immer noch Gänsehaut von Ihrer Beschreibung eines Alien-Schlachthauses. Bitte beantworten Sie diese E-Mail, wenn Sie immer noch mit uns arbeiten wollen. Ich bin mir sicher, dass unser Angebot Sie interessieren könnte. Okay. Father was furious. He locked me up. He used his educational methods stronger than usual. But it's all in the past. I was able to leave, and that's what really matters. I left all this behind. I found a special girl. That's what's important. We have a wonderful baby. And we lived happily ever after. Until. Oh, das ist die Geschichte von unserem Opfer. I don't know. Ich bin wirklich sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Entweder ist die Geschichte von so einem Opfer oder es gibt noch einen größeren Twist vom Twist.
lieber Herr Mr. und Mrs. Miss. Ah, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Olivers Krankheit immer schlimmer wird. Ryo Kiguat, keine Ahnung, wird seine Lebensqualität verbessern, aber es kann nicht die Probleme, seine Herzprobleme komplett lösen. Okay. Ich kann Ihnen nur stark empfehlen, uns Ihr Einverständnis zu geben, dass wir radikalere Methoden so früh wie möglich beginnen können. Okay, wir haben eine Medikation, wir haben eine Therapie gestartet, die Chance, sein Herz wieder auf normal auf normal zu ändern, sehr erhöht. Okay. Ich bezweifle, dass eine Operation notwendig ist, aber ich muss Sie vorwarnen, dass es möglicherweise in Zukunft so sein könnte. Okay, wir werden die Behandlung Ihres Sohns während eures nächsten Besuchs diskutieren. Dr. Matthew Pierce. Okay. We tried as best we could. It was all for nothing. Bills for treatment grew every month. My novels started to get rejected, and in time our money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. But we had a chance. Nee, ist doch einfach unsere Hintergrundgeschichte und wir sind deswegen zum Dieb geworden. This looks cool. Okay. Ach du Scheiße. Ah, jetzt kriegen wir das Angebot. Is he all right? The doctor says that he's stable. Good. Good. Have you taken a nap yet? I didn't have time. The operation just ended. How are you? Die Frau klingt ein bisschen sehr entspannt. The part with the maniac is ready. I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and... You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me, and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns and a tail. We're talking about our son right now. Listen, if he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No, I will sell the book, and we will solve everything. Aiden, your last work is still in your desk, along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. Das Voice-Acting ist leider sehr scheiße. I promise you. This is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? 1 month, Aiden. Then we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me and I will do everything. 1 month. Ja, also das Voice Acting ist ziemlich weak, muss man leider sagen. Sie ist zu kalt, er ist viel zu überdramatisch. Es sind halt keine professionellen Voice Actors, glaube ich. Aber die Story ist sehr gut, finde ich. Zumindest sehr interessant. Okay. Aiden, are you okay? We need to talk. No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time. Maybe a week, or... I will leave it all behind. I can work with my father. We can come up with something together. But if only I had a couple more days. More than a month has... She will not believe me. What? Even if I try to persuade her, it's either I'm finishing the book, or... How long have you been inside? Aiden, I can't worry about the both of you at the same time. We must solve this problem, and solve it now. Your father will help, and he's not so bad. You can return your books later if you want. Who cares about the books? If he gets control, it will be the same with Oliver as it was with me. She doesn't understand. Aber du bist doch auch rausgekommen. We will make it through, whatever happens. I'm sure that not everything is so bad with your father. We will talk to him, or figure something out.
Oliver asked about you. I said that you're working, but you'll visit him soon. He misses you. I miss you too. Open the door, Aiden. You made a promise. Ich meine, sie hat halt super offensichtlich recht. No, that does not matter. Also, jetzt abgeschlossen? Nein. Doch. Okay. Hello, Nadine. Ich muss ehrlich sagen, ich raff grad nicht. Es gibt nämlich zwei Optionen. Ist das hier... What? Ist das die Vorgeschichte, bevor wir die Familie getötet haben? Oder haben wir die Familie getötet? Und das ist die Geschichte danach. Das war ein sehr stranges Ende, weil ich meine... Nein. Oder ist es die Geschichte vom Opfer? Ich meine, es kann alles sein, theoretisch. Aber ich meine, das Haus sah halt so aus wie... Okay, es kann mehrere Sachen sein. Okay, ich gehe mal davon aus, wir haben einfach gerade noch die Vorgeschichte von den Leuten gespielt, die wir getötet haben, aber es ergibt auch keinen Sinn. Ich bin verwirrt. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Also die letzten 20 Minuten haben sehr viel sehr strange gemacht. Ich meine, wir sind doch einmal... Ich muss kurz die Musik gehen, bis man sagt. Wir sind doch einmal... Okay, wir sind hundertprozentig die Person gewesen, die dieses Haus, oder war es alles nur eine Geschichte? I'm not sure. Die Sache ist halt, es gibt drei, vier Theorien, die ich im Kopf habe und jede davon kann sein. Es kann erstens sein, dass wir das alles nur in der Geschichte geschrieben haben, alles, was passiert ist, um damit unser todkrankes Kind halt zu retten. Dann kann es sein, dass es gerade die Vorgeschichte war von den Leuten, die wir getötet haben. Aber wir haben halt auch gleichzeitig eine eigene Familie gehabt, für die wir sorgen wollten. Was halt eher dafür spricht, dass das hier die Vorgeschichte von uns selbst war. Es kann aber auch sein, dass es die Geschichte war, nachdem wir die Familie getötet haben. Ich meine, was klar ist, ist, die Familie getötet haben... Die haben absolut nichts davon gemacht, was wir dachten, was die getan haben. Das haben wir uns alles nur selbst eingeredet, damit es uns selbst besser geht. Die Theorie geht aber in die Richtung, dass wir, weil wir halt ein Talent dafür haben, Geschichten zu schreiben, wie jetzt hier am Ende erklärt wurde, dass wir halt unser eigenes Leben damit verarbeitet haben, dass wir Geschichten daraus geschrieben haben. Ja, okay. Okay, ich denke, es ist so gedacht, wir haben eine Familie getötet. Die Geschichte der Familie ist nicht bekannt, die ist egal, weil das Haus sah halt auch schon ziemlich anders aus, als das, wo wir jetzt am Ende waren. Aber es muss ja nichts heißen, ich meine, es kann ja alles im Kopf sich dann verändert haben, weil das Haus halt auch riesig groß und was alles drin war, kann auch niemals im Haus gewesen sein. Ich meine, da war ein fucking mittelalterliches Torture-Chamber-Ritual-Spinnenmonster-Ding unten im Keller, was da offensichtlich nicht in echt gewesen ist. Ich meine, wir sind doch niemals ins Haus reingegangen, oder? Ja, wir sind niemals in das Haus reingegangen. Ich glaube, wir haben das Haus abgefackelt, als wir versucht haben einzudringen. Also wir wissen gar nicht, wie die Innenseite aussieht von dem Haus. Okay, also ich denke, wir haben eine... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben eine todkranke Familie, haben deswegen versucht, durch kriminelle Sachen irgendwie was zu bekommen, haben die Familie getötet und haben, um das zu verarbeiten, dann daraus eine Geschichte geschrieben. Aber es ergibt auch keinen Sinn, weil das Ende gerade... hat ja irgendwie gezeigt, dass wir versucht haben, mit Hilfe unseres Vaters das Geld zu verdienen, um unsere Familie zu retten. Wo und wann ist dieser... ist der Todesfall denn vorgekommen? Ich fand, das Pacing am Ende war auch ein bisschen seltsam. Ich meine, wir hatten die Aufklärung, dass von wem auch immer, wann auch immer, irgendjemand diese Familie getötet hat bei dem Einbruch. Das war eine ziemlich coole Aufklärung und die Story war damit ja quasi zu Ende. Und dann die letzten 20 Minuten haben das Tempo extrem rausgenommen. Und zwar irgendwie nicht so ganz klar, wer oder was es gewesen sein soll. Ich habe es jetzt so verstanden, dass halt die Person, die mit uns selbst geredet hat, während des ganzen Spiels, während des Horrorteils, wir halt einfach selbst waren. Weil gegen Ende ist die Stimme ja auch nicht mehr über dieses Earpiece gekommen, sondern es war einfach unsere eigene Stimme. Der Effekt war auch runter, dass es über das Kopfstück da kommt, also über die Kopfhörer oder was immer das Ding da war. Schwierig, Alter. Vielleicht overthink ich das auch nur komplett. Es soll gar nicht so komplex sein. Alter, okay. Sehr seltsam. Weil es kann halt theoretisch alles von den Sachen sein, die ich gerade erwähnt habe. Es kann halt auch wirklich sein, dass einfach nichts davon jemals geschehen ist.
und das alles einfach nur eine Geschichte ist. Ich meine, er erwähnte doch eben, also zumindest haben wir den Brief zurückbekommen, den Brief, den wir vom Publisher zurückbekommen haben, den haben wir bekommen, als wir ein Teenager waren, meine ich. Weil da haben sie ja erwähnt, die fanden die Geschichte cool mit dem Alien-Schlachthof. Gab es im Spiel irgendwo einen Alien-Schlachthof? Nein, nicht wirklich. Es gab einen Schlachthof irgendwo. Also wir haben ein paar Mal so Fleischstücke gesehen, aber es war kein Alien-Schlachthof in dem Sinne. Soll das alles nur eine Geschichte gewesen sein? Das fände ich ein bisschen lame. Wenn das alles nur eine Geschichte ist, wo soll die zeitlich reinpassen? Wann haben wir die geschrieben? Als Erwachsener? Als Teenager? Als sie gemerkt haben, dass wir nicht den Plänen unseres Vaters folgen wollen? Vielleicht ist House on the Hill einfach das Buch, was wir geschrieben haben, was wir versucht haben. Warte mal, kann ich irgendwo... Ich will mal gucken, ob ich vielleicht ein anderes Ende machen kann. Vielleicht, wenn ich am Ende... Oh, no, really? So viel muss ich neu machen? Wo bin ich? Weil vielleicht, wenn wir ganz am Ende versuchen, das Buch fertig zu schreiben... Ah, doch, wir sind richtig. Vielleicht sagt er dann, wie das Buch heißt. Vielleicht schreibt er dann House of a Hill oder sowas. Weil das würde erklären, dass alles nur wirklich die Geschichte war. Aiden. Okay, machen wir das böse Ende. Okay? Shut the fuck up. Ich will ein Buch schreiben. I just need a little more time. The ending is done. I just need to polish it and... Oliver will have his operation. He will be free. Nadine will never understand me. We'll have to break up, but... Is it worth it? I'm sorry. I get it, Aiden. I really do. Finish your book. I hope you'll be okay. Das ist offensichtlich das sehr schlechte Ende. Weil ich meine, sie hat halt offensichtlich extrem recht. Wir können einfach das Geld vom Vater annehmen und dann danach das Buch weiterschreiben oder was auch immer. Wir haben ja irgendwie eine sehr große Abneigung gegen unseren Vater, aber... Okay, what? I don't know. Das erklärt auch nichts. Okay, habe ich irgendwas verpasst? Oder ist es absichtlich sehr schwammig gehalten? Ich glaube tatsächlich, nichts von dem soll jemals geschehen sein. Ich glaube, nichts von dem, was im Spiel passiert ist, soll geschehen sein. Das finde ich ein bisschen schade. Das, was ich am coolsten finden würde, wäre... dass das die Vorgeschichte von den Leuten ist, die in dem Haus wohnen. Aber das wird es nicht sein. Das ist es nicht. Dafür gibt es so viele Sachen, die dagegen sprechen. Weil das wäre cool, wenn wir halt, nachdem wir die Familie getötet haben, rauskriegen, was deren tragische Hintergrundgeschichte war. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Dafür haben ein paar Sachen dagegen gesprochen. Okay. Ich gehe mal davon aus, das ist einfach alles eine geschriebene Geschichte. Das ist die Geschichte, die er schreiben wollte, um die Operation seines Sohnes zu bezahlen. Ah, ja, maybe. Aber dann passt das auch nicht, dass es die gleiche Stimme ist. Ich meine, aber es gab mehrere Charaktere, die von dem Typen mir gesprochen wurden. Der Typ im Fernsehen, der Reporter, war die gleiche Stimme wie wir selbst und der Typ am Headset. Ob das alles die gleiche Person sein soll, weiß ich jetzt nicht mal. Vielleicht hat er einfach keinen anderen Voice Actor bekommen. Das kann auch sein. Okay, wir gehen davon aus, es ist einfach eine erfundene Geschichte. Und ich mache daher die Bewertung. Ich glaube, es ist eine... Eine 8. Ich würde sagen, es ist eine 8 von 10. Ziemlich gut tatsächlich. Aber der Anfang des Spiels war schon ziemlich mies. Das war nicht so gut tatsächlich. Ich glaube, ich overthink das komplett und es ist irgendwas super Simples. Schwierig. Okay, ich glaube, ich kann nicht genau wissen, was es hundertprozentig sein soll, aber ich gehe davon aus, es ist einfach alles eine erfundene Geschichte gewesen. Nichts davon war echt. Nur die letzten 20 Minuten waren die echte Geschichte. Wir haben eine Familie, um die wir uns kümmern müssen, der Sohn. Hat man irgendwo am Ende ein Bild gesehen von der Family? Weil wenn das gleiche Bild war, wie das, was wir in der Mitte des Spiels und am Anfang des Spiels gesehen haben, wird es vielleicht bestätigen, dass es die gleiche Familie sein soll. Aber selbst das müsste nichts bedeuten, weil es könnte ja auch bedeuten, dass der Typ als Autor einfach seine eigene Familie in die Geschichte geschrieben hat, die er geschrieben hat, um seine Familie zu retten. Whatever. Okay, ich glaube, wir kommen zu keinem klaren Entschluss hier. Ich gehe einfach davon aus, nichts davon war echt. Die letzten 20 Minuten sind die eigentliche Story. 8 von 10. Ich bin frustriert, ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was eure Theorie ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute, euer Grumpy Design.